Wir, Birgit, Anna, Michi, Max, Studierende im Masterstudiengang Management for Health Professionals an der FH Gesundheitsberufe Oberösterreich, dürfen im Zuge unseres Praxisprojektes an der Konzeption eines oberösterreichischen Gesundheitsportals mitwirken. In Zusammenarbeit mit der Oberösterreichischen Gesundheitsholding durften wir unseren Beitrag zur Umsetzung der oberösterreichischen E-Health-Strategie leisten. Wir recherchierten mögliche Funktionalitäten für ein oberösterreichisches Gesundheitsportal in der Literatur sowie anhand der Analyse bestehender nationaler und auch internationaler Systeme. Mit dem Gesundheitsportal Oberösterreich möchten wir den oberösterreichischen Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zum österreichischen Gesundheitswesen technologisch vereinfachen. Unsere Vision ist eine Plattform für alle Bürgerinnen und Bürger sowie alle am Gesundheitswesen teilhabenden Partnerinnen und Partner. Ziele waren die Durchführung einer wissenschaftlichen Literaturrecherche, eine ergänzende Desk-Research, im Zuge derer wir beispielsweise ein israelisches Gesundheitsportal näher kennenlernen durften, sowie die Erstellung eines strukturierten Funktionalitätenkatalogs. Im Zuge der Abwicklung haben wir selbst auch auf eine digitale Unterstützung zurückgegriffen und die Projektmanagement-Software Open Project verwendet. Das aktive Stakeholder-Management war für unser Projektmanagement von besonderer Bedeutung. Ergebnis des Studierendenprojektes ist ein systematischer Funktionalitätenkatalog mit mehr als 200 Funktionalitäten und 21 Kategorien. Unsere persönlichen Begeisterungsfunktionalitäten für ein oberösterreichisches Gesundheitsportal wären beispielsweise die Integration mobiler Health-Tracker, die Umsetzung eines elektronischen Rezeptes oder die Digitalisierung des Eltern-Kind-Passes. Obwohl wir über den gesamten Projektverlauf hinweg großteils remote arbeiteten, hatten wir in unseren Online-Meetings auch richtig viel Spaß und sind als Team zusammengewachsen. Bedanken möchten wir uns insbesondere bei unserem Projektauftraggeber für die spannenden Einblicke, den stets richtungsweisenden Austausch sowie die unkomplizierte und freundliche Art. Ebenfalls bedanken möchten wir uns bei unserer Studiengangsleitung für die Projektinitiative und für die beratende Begleitung. Die Nominierung zum PMA Award ist nun der krönende Abschluss zu unserem so spannenden Projekt.